willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming Alice19 meets Reality auf der Grünfelder Land 1.5 Beta. Immer noch am Düngen. Und ja, wie gesagt, morgen, also entweder heute, wenn es mir hinhaut, am Ende noch, wird man zum Neumann fahren, um Dünger abzuholen. Und wenn das nicht mehr reicht, dann müssen wir es morgen machen. Dann wird es halt Sonntag auch nicht so schlimm. Das soll auch sonntags mal ein bisschen was arbeiten. Ja. Und ich muss auf jeden Fall, oder mit Sicherheit wird es Sonntag werden. Ich muss hier auf jeden Fall noch ansehen. Das ist eigentlich auf meiner Prioritätenliste ganz oben. Dass ich dann eben wieder ein bisschen Zeit habe, um Arbeiten im Forst und in den Produktionen zu leisten. Bezüglich Lohn, Agrargemeinschaft bin ich brandaktuell der Meinung, dass ich es nicht nochmal versuchen möchte. Also eher nicht. Warum? Weil es einfach eine Abhängigkeitsgeschichte ist. Weil ich dann abhängig davon bin oder mich darauf verlassen muss, dass andere für mich arbeiten. Vielleicht vielleicht machen wir das eher als so eine Art Lohnunternehmerstatus. Dass wir sagen, wir helfen uns gegenseitig und bezahlen uns auch. Vielleicht einen kleinen Obolus. Das könnte ich mir eher vorstellen. Wobei, das ist eigentlich auch doof. Dann schiebt man die ganze Zeit Geld hin und her und muss den Steuern zahlen. Und weiß was ich was. Das ist eigentlich auch doof. Was glaube ich, oder? Ich fahre halt gerade eigentlich ziemlich gut ohne diese Abhängigkeitsgeschichte. Deshalb möchte ich diese Freiheit eigentlich auch nicht aufgeben.
Ich kann mir aber auch vorstellen, nach wie vor, dass es Vorteile mit sich bringt. Aber wie schon mal gesagt, ach, warte mal, ich muss da nehmen. Bedarf es dann vielleicht ganz korrekter Absprache, wie wo was, damit es dann am Ende keinen Trouble gibt. Ey, ist das der Typiker? Klingelingeling. Grüße. Nimm mal Satz am Apparat. Ja, Volker Barone hier. Sind Sie gerade beim Viehhändler vorbeigefahren? Ich bin gerade bei Ihnen am Hof. Ah, da war gerade noch so ein anderer. Ja, ne, ich hab den verkauft. Ah. Weil den ich benötige. Okay. Okay, ja, dann ist gut. Ich dachte nur, Sie hätten die Sämaschine vergessen. Nein, mit der komme ich jetzt dann gleich vorbei. Okay. Gut. Weil ich glaube, ich habe sie auf Feld 127 gesehen. Ja, das ist mein Pachtfeld. Eines von meinen zwei. Ah, sehr schöne Sache. Pachten kann man hier also auch. Ja. Das, die meisten schwören da nicht drauf, aber ich muss echt sagen, es lohnt sich. Und wie oft darf man dann ernten? Zweimal. Ah, also das wäre schon überlegen. Klar, die ganze Vorbereitung und Nachbereitung, die muss trotzdem sein, aber es lohnt sich trotzdem. Es muss zumindest, glaube ich, gegrubbert wieder zurückgegeben werden. Abgeerntet habe ich sonst immer zurückgegeben. Ah. Okay. Dann kenne ich nur andere Verträge. Okay. Boah. Das kontrolliert auch keiner, wissen Sie. Von dem her. Oder es hat bisher noch keiner kontrolliert. Vielleicht sollte es einmal kontrolliert werden. Dann müssen Sie sich auch mehr Arbeit machen. Lassen wir das lieber. Aber ich fahre jetzt gerade hinter Ihnen vorbei mit meiner Sämaschine. Ich hoffe, es ist die richtige mit Dünger und Saatgut. Jawohl, jawohl. Ich habe mir hier die große grüne neu gekauft. Ah, okay. Verstehe, das ist das andere schöne Monsterteil. Ja, die ist sehr, sehr schön. Ja, gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ebenso. Bis dann, tschüss. Danke, bis dann, ciao. Hat der direkt den Traktor auch noch verkauft? Jetzt hat er nur einen Traktor. Ja, wenn der andere, ich meine, dass der John Deere, der hat ja einen Frontlader. Klar, die Frage ist, wofür brauche ich zwei? Ich meine, ich habe ja auch noch einen. Ich habe ja auch den Massey Ferguson noch, den Oldtimer. Den ich damals erstanden habe. Den habe ich auch noch beim Säge, beim Kartonproduktion stehen, aber da steht er auch gut. Ja, der steht da. Und steht da einfach. Ne? Wenn ich mal Kartons laden muss, dann ist es gut. Wenn ich Paletten abladen muss, dann kann ich den benutzen. Bei Metzger habe ich mir einen Gabelstapler hinstellen lassen, den ich gekauft habe. Und somit haben wir, im Wald habe ich ja den Manitou stehen, beim Sägewerk. Und von dem her habe ich überall irgendwas stehen, womit ich meine Paletten transportieren kann, beziehungsweise verladen kann. Oh, das war, glaube ich, ein Fehler. Komme ich an dem Baum noch vorbei?
gerade so. Ich muss mal die Lenkung umstellen hier. Sollte ich nicht so oft machen, sonst kann ich die Maschine neu einstellen lassen. Ja. Gut. Hier noch schön ansehen. Es ist einfach wieder viel zu tun für mich alleine. Stand jetzt, wenn ich die Produktion in der Metzgerei begutachte. Also warte mal, 1200 haben wir oben. Schwein bezahlt. Schwein, dann lohnt es sich schon. Also man muss es halt so sehen, ja. 600, 700. 600 pro Produkt wäre Nullpreis. Also dass wir auf Null rauskommen. Es ist schon hart an der Grenze, weil ihr müsst ja bedenken, ich müsste theoretisch auch für die Paletten und für die Kartons bezahlen. Und dann würde ich definitiv jedes Mal Verlust machen. Nur weil ich die Paletten und die Kartons zum Nulltarif kriege, weil mir die Produktion gehören, mache ich sozusagen bei Metzger Gewinn. Aber das muss ja trotzdem in die Kalkulation theoretisch mit einfließen. Weil für die Paletten und Kartons, die ich für meine eigenen Produkte verwende, mache ich ja sozusagen keinen Gewinn, wenn ich sie verkaufen würde. Das heißt, da mache ich ja auch schon wieder Minus. Das heißt, wir müssen schon mit dem neuen Schweinebauer in die Verhandlung gehen und hoffen, dass wir auf einen Tausender pro Schwein kommen, damit es sich für mich auch wirklich rentiert. Rein fürs Fleisch. Was jetzt noch gar nicht mit einberechnet ist, ist der Verkauf von Leder. Rechnung jetzt heißt, die Wurst und Steaks sind unser Kosten. Und das Leder wäre, wenn ich es verkaufen könnte,
was glaube ich nicht drin ist. Ja. Wäre mein Gewinn. Aber ich kann eben das Leder noch nicht verkaufen. Da gibt es keinen Abnehmer für. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und wenn ich jetzt gucke, dann kann ich das nicht mal. Im Zentrallager einlagern. Und das ist halt dann definitiv ein Verlust. Wenn ich damit gar nichts anfangen kann. Ich kann jetzt noch mal gucken. Aber ich glaube, ich habe mich nicht verguckt. Karton, Gläser, Papier, Stoff, Leerdosen, Latex, Konserven, Verschlüsse, Zigaretten, Papier, Flaschen, Plastiktüten. Ja. Das heißt, das ist gerade ungeschickt. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Wo brauche ich denn eigentlich Leder? Klingelingeling. Name. Ja, Neubi, du bist doch immer noch im Gemeinderat, oder? Ja, alleine im Moment. Von allen schlechten Geistern verlassen. Dann kannst du mir doch mit Sicherheit eine Auskunft geben. Und zwar bin ich am Überlegen, an wen ich theoretisch mein Leder vom Metzger verkaufen könnte. Ja. Leder. Die Produktion, die das ja brauchen, die noch nicht gekauft. Wer braucht denn das theoretisch? Rein theoretisch die Kleidungsproduktion. Das war schon. Okay. Passt tatsächlich. Die hat noch keine. Okay. Gut, schade. Gut, danke erstmal. So. Ciao. So. Bekleidung. Müssen wir mal gucken, wie wo was. Ist halt Geld, was so rumliegt. Also ist Ware, die rumliegt, aber für mich aktuell keinen Nutzen hat.
Also es ist somit totes Kapital gerade. Das ist ein bisschen schade. Und ich möchte eigentlich nicht auf eine weitere Produktion. Wobei. Was kriegt man denn für Bekleidung? Tausende. Ah, ich muss ja dann auch noch Verschlüsse einkaufen, denke ich. Nee, ich glaube, das wäre dann wieder. Ich komme ja so schon gar nicht hinterher. Wenn die anderen Bauern auch mal aktiv wären und sich da sinnvoll irgendwas kaufen würden. Aber nee. Geht alles so schleppend voran irgendwie. Ist halt so, ne? So, liebe Leute. Aber in diesem Sinne erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.